Hallihallo meine lieben Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, der Lena. Ja, das letzte Mal sind wir mit dem Fallschirm ziemlich unsanft gelandet und deswegen, naja, muss Lara irgendwo ein Erste-Hilfe-Kit oder sonst was finden, weil es tut ihr weh zu springen und sie kann auch nicht so gut... Oh, das tut weh. Na, sie kann sich auch nicht so gut hochziehen. Und damit wir die gute Lara wieder auf die Beine bekommen, suchen wir mal am besten irgendwas Schönes für sie. Dadurch, dass ich letztes Mal nicht auf den Aufnahme-Button gedrückt habe, was ziemlich intelligent mal wieder von mir war, musste ich das meiste nochmal nachspielen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen genauer umgeguckt. Das, was ihr jetzt verpasst haben solltet... oder auch nicht verpasst habt, das werde ich euch jetzt kurz noch einblenden, anschätzen oder sonst was. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. So, jetzt müsstet ihr eigentlich schon alles wieder mitbekommen haben. Ich habe auch nicht so viel mehr gemacht. Ich habe, wie gesagt, nur geguckt, ob ich noch irgendwie was Besonderes vergessen haben sollte. Habe ich aber anscheinend nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe nichts vergessen. Gut, dann wollen wir mal weiter für die gute Lara was Schönes finden. Wir werden bestimmt was Schönes finden für sie. Aber sie ist ja nur gegen die Bäume. Also sie hatte schon sehr viel schlimmere Sachen. Und da hat sie nicht so ein Tamtam drum gemacht. Naja, Versterner, die Weiber. Ich weiß nicht. Nein, ich bringe hier gar keinen um. Nur so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, ja? Ich habe vielleicht die Fähigkeit ein bisschen anders aufgelevelt als sonst, aber eigentlich habe ich mir nur gesehen, dass das nicht so ist. Ups. Das war ein Pfeil zu viel. Naja. Kann das sein, dass es ein bisschen leckt wieder? Naja, aber es ist ja nicht so schlimm wie sonst bei Fraps. Juhu! Ich glaube, Lara läuft auch so langsam. Na, das ist bestimmt nicht schon seit 1970 abgelaufen, also. Scheiße! Ja, finde ich auch. Ui, ein Gummistiefel, damit können wir richtig viel anfangen, besonders nur einer. Ja, klasse. Super, Lara. Töfte was? Entschuldigung. Lara, das ziemt sich nicht, du kannst ihn doch nicht einfach angrabbeln. Das ist nicht, das, also, auch noch am Bein, also nee. Das ist Leichenschändung. Lara. Ah. Woi, woi. Aber wir haben doch schon den Feuerstein. Naja, voll, voll ist voll, voll. Und noch so ein schöner Zipper.
Oh, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Das wird ziemlich schmerzhaft für dich, meine Liebe. Das tut weh. Aber wenigstens blutet das dann nicht mehr. Willst du einen Drink, Lara? Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt bekomme. Coole Sache. Ein Feuerpfeil. Roth, hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Ja, na klasse. Ausschließen bin ich mal wieder. So viele Männer gegen eine Frau, das ist doch sowas von unfair. Stopp. Stopp. Stellt das Feuer ein? Meinst du jetzt Vollfeuer? Hör doch mal auf, ey. This girl's on fire. Oh, fuck. Mann. Passt man einmal nicht auf, ne, auf den Molotow. Komm, das ist ja nur Scheiße. So, Kinders. Explosive und so. Rückt mir mal nicht so nah auf die Pille, das mag ich nicht haben. Aber wie viele kommen denn da noch? Raubtier. Rar. Ich bin ein Tiger. Dich packe ich mir, Junge. Rar. Ich bin ein Raubtier. Hallo, ist schon ein bisschen gemein, was ihr da macht, ne? Wisst ihr schon. Nein, Molotow ist gemein. Ich packe ihn mir. So. Kinder. Hammert jetzt. Kinder, Kinder, Kinder. So hätte das nicht kommen müssen. So hätte das nicht sein müssen. Nicht meine Schuld, wenn ihr so blöd seid. Die anderen sind schon wieder alle weg. No Pfeile. No Pfeile anymore. Oh, da sind noch Pfeile.
Haben wir. So. Haben wir schon hier aufgeräumt, würde ich mal sagen. Ne? Ich fast die gesamte Siedlung hier platt gemacht. Tja, legt euch nicht mit Lara an. Don't fuck with Lara. Sag ich dann mal. Ja, und das letzte Mal bin ich schon ein bisschen hier durch diese Siedlung gelaufen. Ach, da steht einer, ist am Baum angebunden. Und hab mich hier ein bisschen umgeschaut. Aber so viele geile Sachen. Also es gibt hier schon viele geile Sachen. Aber um die alle zu finden, ja meine Güte. Das braucht schon echt seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Ja, komm doch. Hallo. 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 Das ist ja auch echt verwinkelt, muss man mal dazu sagen. Ich mag die Schrotflinte, habe ich das schon mal erwähnt? Wenn nicht, dann... Ich mag die Schrotflinte. Das ist einfach so badass. Oh, jetzt ruckelt das schon ein bisschen, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das am Spiel liegt, weil das Gebiet echt riesig ist. Ich habe mich auch schon echt ein paar Mal verlaufen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ja Mensch, ist ja auch mal nicht schlecht. Ich wollte eigentlich gleich mal zum Lagerfeuer gehen und ein bisschen speichern. Speichern. Aber ich gucke mich dann noch ein bisschen hier um. Ist ja so viel Zeug einfach nur. Flop. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Grimm hat recht. Mein Vater würde diese Solari erforschen wollen, aber nicht ohne erst alles in seiner Macht Stehende zu tun, um seine Freunde zu retten. Das würde er wohl tun, ja. Okay. Das würde der eventuell tun. Auf der Suche nach Ärger. Okay. Verstehe nicht. Ich und auf der Suche nach Ärger? Tja, ach Quatsch. Legge, 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 du. Legge, die Bieb. Es ergeben sich immer neue Wege. Und Hui, so nah wollte ich nicht ran. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Jawohl, made in China. Geilo. Ein Jadepferd. Das ist aber kein Jadepferd. Das ist irgendwas.
Irgendwas Ekliges. Hey, ich will da rein. What? Oh nein, habe ich eine Maus getötet mit der Explosion? Oh, das wollte ich aber nicht. Mausies. Oh, so. Da gibt es einfach nur so viel hier zu entdecken. Das ist unfassbar. Wir müssen eigentlich da hinten hin. Deswegen sind wir auch gar nicht mal so auf den falschen Holzweg. Ha, Holzweg. Aber ich möchte ja noch sehr viel mehr erforschen. Juhu! Das macht schon Spaß. Noch eine Jadefigur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Ist auch kein Made in China drunter. Cool. Irgendwo muss hier noch eine kleine Truhe sich befinden. Und ich habe gemerkt, dass die Schätze meistens random verteilt sind in den ganzen... naja, in den ganzen... Truhen. Das war das Wort. Truhe. Nein! Herb. Herbedöb. Deswegen werde ich hier auch noch den ganzen Part lang, rumsuchen. Falls ihr das nicht mögt, dann könnt ihr ja bis zum nächsten Part warten. Sowieso so riesig hier. Das ist unfassbar. Unfucking fassbar. Da leckt es schon fast. Aber es ist diesmal echt nicht so schlimm. Dann würde ich nämlich auch mal heute ein bisschen Schluss machen, weil ich habe schon die ganze Zeit aufgenommen. Dann noch das 4 Stunden Nachspielen, geschätzt. War schon ein bisschen anstrengend. Ach so. Geocaches gesehen. Whoop. Oder? Oder auch nicht. Oh. Meh. Was ist denn hier? Komm hier wieder zurück. Hä? Schon wieder verlaufen, ey. Gibt's ja nicht. Komm ich hier echt zurück? Kann doch nicht sein. Hallo? Verlauf mich hier schon wieder ständig. Ich glaube, das wird ein Überlänge-Part. Tatsache. Hier war ich schon mal. Scheiße. Das ist auch nicht, die Holzdecke brennt irgendwie, wenn Lara da ständig mit der Fackel drum rum und so und... Obwohl, es könnte auch feucht sein. Feucht. Oh Mann. Seht ihr, ich habe einfach zu lange aufgenommen. Das ist eine Tatsache. Hauptsache, es ist eine Boje. What the fuck? Das ist ja voll sinnlos. Na gut. Durchfluppen. Hopp. Ich wollte halt einfach nur mal baden gehen in diesem schönen Gewässer. So, das bringt uns ja mal Jan. Hä? So, geht doch. Warum nicht gleich so? So, so. Hast du nicht gesehen? Und dies und das. Flop. Richtig schön.
Hier gibt's einfach viel zu viel zu finden. Viel zu viel zu viel zu viel. Jawohl. Autschen. So, ja gut, da war ich schon. Ich glaube, ich habe relativ viel schon erkundet jetzt. Aber da war ich noch nicht dran. Kann ich ja bestimmt gleich noch was aufwerten. Oh, da liegt der andere Gummistiefel. Schön. Dann haben wir schon mal beide gefunden. So. Da müssen wir hin. Das sollte eigentlich machbar sein. Dann werden wir das nächste Mal... rechts rumgehen und irgendwie finden wir das schon. Da oben möchte ich auf jeden Fall nochmal hin. Und da oben auch. Ansonsten wäre es das, glaube ich, eigentlich. Und dann können wir da... Da müssen wir wahrscheinlich hin. Ja, gut. Finde ich gut. Jetzt werde ich noch ein bisschen hier... Sturmgewehr. Waffe modifizieren. Maschinengewehr zu fucking Sturmgewehr. Yeah. Mir lag dies. Finde ich geil. So. Ja, aber erstmal, Hauptsache erstmal die Schrotflinte, weil das ist ja mein absoluter Liebling geworden, neben der Pistole. Finde ich ja klasse. So. Das ist einfach nur Badass, versteht ihr? Polierter Bolzen. Ich glaube, das wähle ich als erstes. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Könnte ich sogar noch das andere machen. Yeah! Jawoll! Volle Drossel fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird. Whoop! Whoop, whoop! Volle Drossel. Yeah, motherfucker, yeah! Das wird so ein Fest. Was haben wir hier Neues hinzubekommen? Laufmantel, Bedienung erleichtert, Schaden erhöht. Das kann ich auch direkt mal machen später, wenn ich wieder was habe. Mit Klebeband verbundenes Magazin zum Nachladen. Ist ja ganz nett. Haben wir auch schon alles, wo geht, wo gibt. Und ich möchte, glaube ich, mal mein Outfit gleich wechseln. Nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Quatsch, da wollte ich gar nicht drauf. Da wollte ich gerne drauf. In Outfits. Standard-Outfit, Jäger-Outfit, Piloten-Outfit, Guerilla-Outfit haben wir gerade an. Bergsteigerin ist auch mein Favorit. Ingenieurin. Werkzeug, Meisterschützin. Wettkampfanzug mit Stiefeln und Unterarmschutz. Aber warum nicht? Können wir ja mal nehmen, ne? Meisterschützin. Mal gucken, wie das so aussieht. Oh, nicht schlecht. Das erinnert mich so ein bisschen an Green Arrow. Cool. Ach, Meisterschütze mit der Schrotflinte, jawoll. Na, da passt das ja besser, ne? Mhm. Ja, ne, gefällt mir ganz gut, ja. Muss ich ganz sagen. Gefällt mir ganz gut. So, aber dann würde ich auch mal sagen, machen wir an dieser Stelle einen kurzen, kleinen, knackigen Cut und sehen uns dann nächstes Mal erst wieder bei Let's Play Tomb Raider. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gut gefallen und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr auch meinen nächsten Part schauen würdet. Tja, ansonsten wünsche ich euch noch was und viele liebe Grüße, eure Lenchen93. Tschüss!